Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time Abroad. Ja, wir haben heute Landtagrennen und meine süßen Gentiere gucken jetzt erstmal was Fressi, die heute doppelte Punktzahl kriegen. Deswegen einfach mal ein Viertel ist herzusteigen, so wie die gute Pinky. Miau, Schnur. Ja, Link, unser süßes neues kleines Baby. Auch gleich eine Flaschi. Und noch eine. Und wo ist denn unser Fiona? Das krabbelt schon ein bisschen weiter. So, du steigst wahrscheinlich auch bald hoch. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn die Kinder alle Herzen haben. So. Auf jeden Fall, wir haben zwei Kinder. Die werden von uns nicht so ganz stark ignoriert, okay? So, was haben wir denn hier? Ein Aki. Und da ist schon das Landrennen aufgebaut. Gut, Higgins wird uns jetzt wahrscheinlich seinen Plan mitgeteilt haben. Was haben wir da alles für einen Schrott? Alles. Okay. Chango hat Kugelfischsuppe für uns. Geil. Higgins, Layla, ich habe mit den anderen Handwerkern über meinen Plan gesprochen und alle sind an Bord. Verstehst du? Stimmt, in meinen Briefen steht die besten Witze drin. Gewöhne dich lieber daran. Wir haben mal beigefügt, sind mehrere Entwürfe für einen Teil des Schiffs so schnell wie möglich zu bekommen und spare dabei nicht an der Qualität. Okay. Habe ich jetzt irgendwelche Sachen gekriegt? Edelalu. Eisholz, den Paddel. Wollen wir das jetzt mal weg und dann so was raus. So, jetzt mal unter Essen habe ich da jetzt noch ein Essen von Chango gekriegt. Hier. Gut, dann schauen wir mal. Also, es war Edelalu, Baumaterialien. Edelalu, das ist wahrscheinlich eher unter Erze und so, gell? Waren Erze, also Edelalu. Habe ich das safe? Aluminiumplatten? Nee, ich brauche Edelalu. Wo ist es denn? Wo ist denn mein Edelalu? Titanium. Nee, ich brauche Alu. Ich habe doch safe Alu. Das ist doch auch gerade irgendwo weggeräumt. Ah, da ist das Edelalu. So, Eisenholzstielen. Ja, was brauche ich denn noch? Wasserdichten Stoff. 90 Stück. Dafür habe ich den gemacht, weil ich das schon wusste, dass irgendwann eine größere Bestellung am wasserdichten Stoff kommt. Zum Glück habe ich 113. 100 Pigmente. Müsste ich schauen, ob ich die da habe. Weil ich habe, glaube ich, vor kurzem erstmal welche hergestellt. Deswegen würde ich es nicht mal ausschließen. Ja, 120 habe ich. Was brauche ich nur? Und nur 3 Paddel. Higgins. Ja, spare nicht an der Qualität. Das ist alles so anstrengend zu erlangen. Bitteschön. Vor allem, welcher verrückte Mensch hat das einfach mal alles so auf Lager. Das ist QQ. Ich möchte doppelte Punkte mit QQ heute. QQ, du bist ein Haustier, was jetzt halt übelst viel Freundschaft bekommt, okay? Wenn du diesen Nigel wieder in Abdruck kriegst. So, da ist schon mal offen. Ja, wir gehen da sofort hin. Wir gehen da hin und rennen. So, was haben wir da essen? Portia, ablehnen. Haben wir doch lieber ein Liebes, braucht er einen Weidenkorb? Gerne doch. Oh, jetzt rennen uns auch noch Pinky hinterher. So, heute auf jeden Fall je. Was schenken wir die gute je? Denke ich mal, dass sie heute mit großer Wahrscheinlichkeit einfach mal so aufsteigt. Würde ich zumindest nicht drauf wetten, dass es nicht so ist. So, dann kriegt noch der Anders schnell so einen Weidenkorb, wenn wir schon dabei sind. Und dann reiten wir mit unserem Vieh wohin. So, ein Weidenkorb. Gerne doch. So, Flauschli. Hallo, wir reiten jetzt mal. Wo müssen wir hier hin? Layla, ich habe eine Menge Arbeit. Ja, ich reite gerade mit meinem Pferd davon. Könntest du mich vielleicht in Ruhe lassen? Oh, es kann sogar sprinten. Ich habe halt auch noch nie mit ihm trainiert. Ne? Okay, ich steige mal ganz kurz ab. So, du kriegst von mir auf jeden Fall gleich mal einen Aroma-Apfel. Ja, hier einfach dieses Viech. So, er ist nicht hochgestiegen, dachte ich auch nicht. So, Higgins, hallo, für dich. Okay, wir kriegen Post von ihm. So, du kriegst... Okay, ja, wir haben auch nur 500 Gold gekriegt. Ach, wir haben gar keinen Staubsauger mehr. Jetzt habe ich gestern auch keinen gekriegt. Upsi. Jetzt wird das Essen mal hier gekuschelt, dass es einen Kuschel-Boost kriegt. Dann kuschel ich mich hier richtig ab. Was mache ich jetzt? Zurück. Jetzt reiten wir weiter auf Flauschi. Wo ist hier Registrierung?
Auch Registrierung gestartet. Warum? Ich will da mitmachen! Portierland rennen. Wo muss ich mich fucking nochmal registrieren? Ich hüpfe schon mit Plauschli durch die Gegend. Muss ich mich hier registrieren oder ist das Ende? Muss ich mich hier registrieren? Das ist hier der Registrierungsding. Hier teilnehmen. Registrieren. Du hast dich erfolgreich registriert. Okay. Hier, was kann ich hier so tauschen? Ah, Dinge, die man nicht braucht. Gut. Ich habe mich erfolgreich registriert. Okay, Startzeit um 13 Uhr muss ich dann anfangen. Okay. Gut, dann kann ich ja noch schnell Dinge erledigen. Mit einem riesengroßen Viech durch die Gegend hüpfen. Um mal ganz kurz einen guten Dings hier besuchen, guten Lee und den seinen Weidenkorb abgeben. Hier, danke. Möge Mutter Erde über dich wachen. Bläh. Viel zu religiös. 91, dann nehme ich doch auch die Babymilch. So. So, wo bist du? Reiten? Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Das ist die nächste Frage. Wo wollte ich eigentlich hin? Okay, Registrierung gestartet. Was? Ich kann mich irgendwo... Zeitangriff. Was? Was ist ein Zeitangriff? Warum möchte ich da mitmachen? Also ich habe mich da unten ja registriert. Letzter bleiben, weil er stehen da war. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein anderes Teilnahmeding. Ah, hier hinten kann man sich auch registrieren. Gut, dann reiten wir jetzt dahin. Nee, ich will eigentlich auf die reiten. So. Das war da oben irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Fest hier gewinne. Ich habe, glaube ich, hier schon richtig viel verkackt. Aber ich muss erstmal hier ja was schenken, dass sie vielleicht auch hochsteigt. Ja, deine Enkelin die ist auf dem Fest. So, ja, ist ein schönes Geschenk. Das freut mich. So, Flauschli. Wo muss ich mich hier registrieren? Bin ich jetzt an dem Ort, wo ich mich registrieren sollte? Ach nein, ich muss nach da unten zum Land rennen. Hier runter, okay. Registrierung gestartet. Cool. Hier? Bin ich hier richtig? Hier irgendwo. Registrierung beendet. Teilnehmen. Registrieren. Zeitangriff. Bereits registriert. Achso, ich habe mich schon für das andere Ding registriert. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber absolut nicht. Um 13 Uhr geht das Ganze los. Ich weiß auch nicht, ob mein Pferd zu mir dann gespawnt wird oder wie ich mir das Ganze vorstellen muss. Okay, da unten leuchtet irgendwas. Dann gehen wir mal dahin. Okay, muss ich mich hier hinstellen, wenn es startet? Bis nur an den Start rennen wir das Rennen beginnen in Kürze, okay. Wen haben wir da alles? Wissen. Okay, ich soll mich jetzt wirklich in der ganzen Zeit auf den Viech hocken und warten, dass es hier losgeht, okay. Geht klar, Leute. Das Rennen beginnt gleich, okay. Bin gespannt, was sich so ergibt, ob ich das ganze Ding gewinne. Ich hoffe es natürlich. 20 Minuten bis zum Beginn, okay. Stehe hier schon bereit, keine Sorge. Kommt. Ah, wir reiten gegen Sam. Okay, die hat ein richtiges Mini-Pferd. Ich nehme hier mal so ein bisschen nach vorne. Vielleicht kann ich da so eine Sekunde gut machen. Ich glaube nämlich, dass ich richtig ablosen werde. Okay, ich denke mal, dass Mars sich jetzt auch ein Pferd holt. Okay, wir, Mars, Orks und gute Sam. Okay. Sprinte einfach mal. Boah. Ich sehe nichts. Alter, was ist das für ein Rennen? Okay, ich muss ein bisschen Beschleunigung wohl aufbauen. Noch eine Runde, okay. Okay, ich führe wohl gerade mit 70 Punkten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade mache.
Okay, meine Beschleunigung lässt nach. Das ist aber so. So, jetzt habe ich Beschleunigung. Jetzt habe ich Boost. Rennen abgeschlossen. Okay, ich habe wohl gewonnen. Bestätigen. Okay, und Siva hat sich was von mir angesehen. Muss ich mich da unten jetzt nochmal registrieren, um dann nochmal mitzureiten? Teilnehmen, registrieren. Heute keine Rennen mehr. Okay, dann schau ich mal, dass ich vielleicht zum Hinteren noch schnell hinterkomme. Und mich da vielleicht noch registriere. So. Ich denke auch, dass wir das recht gut gemacht haben. Wir haben ja auch gewonnen. Das sag ich ja nur. Wollte ich mal anmerken, wie gut ich das ganz gerockt habe. Ich denke, dass da hinten auch keine Rennen heute mehr sind. Okay, wir werden am Morgen schauen, dass wir an diesen Zeitrennen teilnehmen. Ist hier heute auch nichts mehr? Okay, heute keine Rennen mehr. Okay, dann zurück nach Hause, Flauschi. Ich suche mir den nächsten Bus. Ich hätte vielleicht mit ihm zum nächsten Bus reiten sollen. Um in die Wüste zu fahren zu Jeje und Dana. So, okay, interessantes Rennen. Weiß jetzt nicht, was daran so besonders war. Vielleicht war mein Pferd auch ein bisschen zugepusht. Das kann natürlich auch sein. Okay, aber ich würde einfach mal sagen, für die Leute auf YouTube war es das jetzt mit dieser Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time at Portia. Bis dahin. Tschüss.